Los, mach dein Schild, genau. Aber ich kann es noch nicht greifen, schade. Jetzt aber. Jetzt aber bist du dran. Jetzt hast du keinen Schutz mehr. Ich krieg dich. Früher oder später. Ich bin geduldig. Bist du auch geduldig? Ich glaube nicht. Das hättest du nicht so eine tolle Keule, mit der du hier um dich schlägst, ne? So sieht's nämlich aus, mein Freund. Und aufreißende Mist. Und B-Spammern, yeah. Okay. So viel zu ihm. So, hast du was gefunden? Here it is. I found it. Na klar, der nächste. Get out of here. I'll keep the trap door open. Ach du Kacke. Na gut, dass ich gegen die nicht kämpfen muss. Na, da haben wir einen Lichtstrahl. Gibt's dazu auch einen Spiegel? Hallöchen, du Depp. Eine Schriftrolle. Wieder etwas mit einer Lösung. Das war schon sehr gerissen vom Abt, ein Rätsel zu schaffen, das auf Sonnenlicht basiert, um sich vor den Vampiren zu schützen. Den Dorfbewohnern zufolge reagieren diese Türen nur auf Sonnenstrahlen, aber ich finde einfach nicht heraus, wie sich das bewerkstelligen lässt. Ach, ich schon. Das habe ich schon aus Darksiders gelernt. So, warte. Erstmal Energie. Und schauen wir mal, wie viele Spiegelstatuen wir haben. Wir haben eine. Gut, und diese hier können wir bewegen. Warte, mach mal, was ich will. Okay, aufladen. So, dann drehen wir das einfach mal. Zack, bums ist die Tür auf. Das war doch jetzt nicht so schwer. Aber es war noch nicht Ende des Rätsels. So. Dann schauen wir mal, wo jetzt hier die das Sonnenlicht noch hin muss. Ach, hier gibt es einen neuen Strahl. Das ist ja nett. Gut, der Sonnenstrahl muss auch irgendwo hin. Bestimmt gibt es ja auch gleich wieder Gegner. Die Musik klingt auf jeden Fall nicht so einladend. Könnte mir vorstellen, dass jetzt gleich die Ritter wiederkommen. Gut, da haben wir nochmal eine Statue. Gut, also wir müssen... das da hinbringen. Dann würde ich sagen, schieben wir doch erstmal die Statue von hier nach da. Komme ich denn da einfach so vorbei? Ja, sehr schön. Nein, falsche Taste. So, das haben wir schon mal. Nur für den Fall des Falles, dass ich gleich unter Zeitdruck arbeiten muss, weißt du, damit wir das schon mal gemacht haben. Nein. Shit, falsche Richtung. Stell dich dahin, wo ich hin haben will. Moment, Moment. Und. So, das haben wir schon mal. So, noch ein bisschen drehen, noch ein bisschen. Geht doch. War doch relativ simpel. So. Hat auch losgelassen, sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Und wo kommen wir dann hin? Zu kleinen, mächtigen Dämonen. Die sind natürlich nicht lichtempfindlich. Hervorragend. Shit. Würdet ihr bitte einfach sterben oder so? Einfach mal so an Altersschwäche oder sowas? Na gut, Dämonen haben keine Altersschwäche, ich weiß. Also in den meisten Fällen zumindest. Siehe Diablo, der ist schon uralt. Nimmt immer noch Schwein. Ne, das kann ich nicht verschieben, okay. Ja, den kann ich verschieben. Mache ich mal, vorsichtshalber. Ich weiß zwar nicht, wo genau ich ihn hin verschieben muss und wo genau das Sonnenlicht hin muss. Aber das finden wir noch heraus. Irgendwie.
Müssen ja einmal sowieso das... Ach, wir können den dahin verschieben. Ach so. Das habe ich nicht gesehen, dass die Schiene da entlang fährt. Das war die falsche Richtung, Depp. Ne, und dann hier nochmal. Na, aufladen, aufladen. Geht doch. So. Jetzt genau da drüben hin. Jetzt habe ich gesehen, dass da geradeaus schon eine Statue ist. Ich werde da erstmal hingehen. Mir das genauer angucken. Einfach nur, weil ich glaube, ich muss die auch noch verschieben. Ja, sieht so aus. Weil die hat jetzt so noch keine Aussicht auf dem Fenster. Was haben wir denn hier? Guck mal einer, guck. Nein. Willst du mich ärgern? Du willst mich ernsthaft ärgern, oder? Er will mich ärgern. Ist doch nicht wahr. Das kannst du haben. Ich ärgere immer mehr als andere. Ein langsamer großer Ritter hier. So, ja, jetzt her mit dem Schild hier. Nebenbei ärgert mich hier mal wieder eine Fliege. Das ist doch nicht wahr. Warte mal, warte mal. Die Fliege hier geht jetzt mal gerade gar nicht. Die ist voll aggro. So, ich hoffe, sie lässt mich jetzt mal. So was kann ich echt nicht haben. Weißt du, so mitten im Kampf und sowas kommen dir dann 20 Fliegen entgegen. Es ist in diesem Fall nur eine. Aber es fühlt sich an wie 20 oder sowas, weil sie immer wieder da ist. Immer wieder. Das kann ich echt nicht haben. So. Und jetzt her mit ihm. Nein, nein. So. Aufreißen. Herz rausreißen. Warte. Haben wir gleich. Geht doch. So, war doch jetzt gar nicht so schwer. Jetzt können wir da hinten auch noch durch. Tatsache. Hey, du scheiß Dämon. Hier, wo du wohnst oder so. Alter, wie viele kommen denn da? So, habt ihr es jetzt? Ich hoffe. Also hier hinten muss der Sonnenstrahl hin. Das heißt, der Sonnenstrahl muss hier durch. Er muss hier drauf treffen. Er muss hier da durch und dann hier auf die andere Statue treffen. Und diese muss dann den Sonnenstrahl dahin bringen. Und dann... Dann müsste wiederum hier eine Statue sein. Ah, nee, 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 nee. Die Sache ist nämlich die, dass der hier ganz bis ans Ende muss. Und dann der Sonnenstrahl da einmal quer durch muss. Also quasi von hier dadurch an dem hier vorbei und so weiter. Stell ich mal so hin, wie ich es gerne hätte. Danke. Die Statue muss hier einmal ganz durch den Raum. Und dann kann das gemacht werden. Dann gehen wir mal wieder rüber und drehen mal die Statue nochmal ein bisschen. Muss nach hier ungefähr, wo das Loch ist. Okay. Das heißt noch ein weiter. Ne? Ja, so kommt das in etwa hin. So, na, ja, doch, das passt eigentlich, ne? Müsste eigentlich, ja doch, sieht gut aus, das sieht gut aus. Kurz die Energie aufladen. Nur vorsichtshalber, man weiß ja nie, ne? Und weiter geht's. So, hier sehen wir schön, der Sonnenstrahl kommt hier einmal quer durch, trifft auf diese Statue. Und, mit der müssen wir jetzt einfach nur nach da geradeaus drehen. Hier dann die andere Statue eben befördern und mit der auf die Tür lenken. Oh mein Gott, ein Rätsel, das ich auf Anhieb kapiert habe. Schon fast Märchen.
Geht doch. War doch jetzt nicht so schwer, oder? Oder doch? Mission fortsetzen. Abtei Tour. The tower at the Abbey of Wygol was once a place where men of God sought knowledge and protected the people with Christ's love. Now it is the refuge of a man driven insane by fear. Dorin has abandoned his people to death or worse. A powerful relic keeps the vampires at bay, and we must take it if we stand any chance against the Dark Lord's minions. I know of a secret way that will take me to the top of the tower by a different path. Gabriel will have to find his own way for now. Aha, interessant, dass ich mal wieder einen schwierigeren Weg nehmen muss. Also da hoch, ja? Alleine. Wollt ihr mich verarschen? Na gut, ich habe keine andere Wahl. Was muss, das muss. Na dann auf. Na, aber klar, dass jetzt wieder die Ghule ankommen. Angekrochen aus nichts. Wollen sie wieder nur mein Herz und meine Seele. Um ihr eigenes Überleben zu sichern. Könnt mich mal. Kreuzweise. Und da kommen jetzt auch noch diese kleinen mächtigen Dämonen hier. Das habt ihr davon. Könntet ihr bitte diese Giftangriffe hier jetzt unterlassen? Nee? Schade. Finde ich aber äußerst bedauerlich. Was, die haben mir die ganze Energie ausgesogen? Seid ihr denn vollkommen deppert? Ist doch nicht wahr hier. Verrecke. Weißt du, ich hatte eben noch volle Energie. Dann kommen die Deppen an hier und da habe ich keine Energie mehr. Hervorragend. Schon wieder sage ich hervorragend. Ich will das gar nicht. Mach, dass es aufhört. So, erstmal für sinnlose Chaos und Zerstörung sorgen hier. Denn schon, ne? Okay. Weiter zur nächsten Leiche. Noch ein... Ach nee, ich dachte schon. Eine Schriftrolle. Wenn die Magie zur Neige geht, ist es wichtig, wieder an Fokus zu gewinnen. Achso, okay. Ja, das ist... Das weiß ich doch. Versuch mir doch nicht Sachen zu sagen, die ich schon kenne. So, reißen wir die Brücke runter. Das war jetzt brutaler, als ich gedacht habe, aber okay. Da kommt wieder was angeflogen. Ich habe die Schatten schon gesehen. Ihr könnt mich. Ihr kriegt mich nicht. Okay, vielleicht kriegt er mich doch. Au. Ja, mehr fehlen kann ich nicht tragen. Ist das nicht hervorragend? Da kommen auch viele an, meine Güte. So. Jetzt aber erstmal aufmachen hier. Und gleich nochmal. Und nochmal? Okay. Das reicht jetzt aber. Da kommt man doch schon durch. Kommt man doch ganz gemütlich durch hier. Und jetzt darüber. Okay. Natürlich müssen wir diesen komplizierten Weg gehen, ne? Und ein Herr Zobeck, ne? Der nimmt sich hier den einfachsten Weg, den er finden kann. Soll ich ihn jetzt hier lang? Soll ich hier jetzt hoch? Nein. Soll ich hier rechts rüber irgendwo, was ich nicht sehe? Doch. Tatsache. Ja, manchmal traue ich ihm einfach nicht so Sachen zu, wie weit er denn springen kann und alles. Ja, so ist das manchmal, ne? So, schneller und hoch. Ist ja nicht nett, dass hier alles auch noch auseinanderfällt, dass du auch noch unter Zeitdruck gerätst und ähnliches. So knapp. Ja, shit, okay. Nicht so, aber so. Nein? Jetzt? Ja, jetzt geht es.
Und wieso kommen eigentlich diese Erdbeben?